Patrona Bavarie, o über Sternenzelt, breite deinen Mantel aus, weit über unser Land. Und wenn ich mal Sorge hab und mir die Hoffnung fehlt, Patrona Bavarie, nimm mich an deiner Hand. Vor Mois, Mann des Mann, mir war so warm ums Herz. Mei Angst ist so schnell verflogen, so wie der Schnee im März. Drum leid, wenn's ihr mal Sorgen habt, verliert's nicht gleich den Mut. Schickt's eure Sorgen zum Himmel auf, denn dann wird alles gut. Patrona Bavarie, hoch über'n Sternenzelt, breite deinen Mantel aus, weit über unser Land. Und wenn ich mal Sorge hab und mir Dann begrüße ich den Bezirksratspräsidenten von Oberbayern und den Präsidenten der ganzen Bezirke, Herrn Josef Niederer, mit allen anwesenden Bezirksräten. Ein herzliches Grüß Gott, den Landrat, den stellvertretenden Landrat vom Gleibelschmarkt hier in Sonderbach. Ein herzliches Gott, den Vertreter der Landeshauptstadt München, den Vertreter von OB Reiter, beim Stadtrat Otto Seiler und Dankeschön, lieber, für die Unterstützung der Gewerkschützen. Für die Polizei, Direktion Rosenheim, als Vertretung für den Polizeipräsidenten, den Herrn Direktor Thomas Hüchleitner. Dankeschön für eure Unterstützung. Dann ein herzliches Gott der Pantergemeinde des Bundes und der Gebirgsschutzkompanie aus Altenbach, Bürgermeister Obermeier mit seiner zehnjähriges Jubiläum feiert, aber das weiß er selber warum, mit seinen Offizieren, die Bagatellen sowie dem Ehrenlandeskommandant von Tirol. 400 Jahre Patrona Bavarie. An unserem Patronatstag feiern wir Gebirgsschützen alljährlich unsere Landespatronen. Wir bekennen uns damit zur christlich-katholischen Tradition unseres bayerischen Stammes und unseres Landes Bayern. Die Marienverehrung in Bayern ist so alt, wie wir Bayern Christen sind. Schon im 8. Jahrhundert ist auf dem Freisinger Domberg eine der Gottesmutter Maria geweihte Kirche gestanden. Vor 400 Jahren hat sich aber etwas Außergewöhnliches ereignet. Der damalige Herzog Maximilian hat sich, seine Familie, sein Haus, sein Land, der Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Gebirgsschützen, liebe Gäste aus nah und fern, meine sehr verehrten Damen und Herren aus unserer bayerischen Staatsregierung, lieber und sehr verehrter Herr, es ist mir eine ganz besondere Ehre, heute Sie, all jene, die mit Ihnen dieses wunderschöne Land leiten und begleiten. Ja. Halleluja! Durch das Evangelium hat Gott uns berufen zur Herrlichkeit Jesu Christi, unseres Herrn. Halleluja! In Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging,
sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten. Sagte zu ihr, Frau Fischer, aber da werden meine Herren ganz schön viel Durst kriegen. Sagte sie, mein Herr Pfarrer, die Herren, die dahin kommen, die haben auch bei minus 14 Grad so viel Durst. Aber, naja, sie merken, es ist zum Glück noch ein bisschen mehr, noch mehr dazugekommen. Der Herr Dr. Fabi hat es. Vielleicht nehmen Sie ein paar Worte mit, ein paar bedeutende Worte, die sich aus diesem Evangelium auf unser Leben übertragen lassen. Eine starke Persönlichkeit, eine Mutter, eine Frau, die ihren Sohn begleitet, man könnte sogar schon sagen, von der Mama war das. Bei manchen tritt es auch heute noch zu, am liebsten sind die Männer eben einfach ihre Mutter. Es ist keine Frage, egal wie alt sie sind. Und doch, sie begleitete diesen. Ich und mein persönliches Team hier vorne. Es gibt ein arabisches Sprichwort, das sagt, weil Gott nicht wieder als Männliche auch vergessen. Maria ermutigte Jesus. Sie haben es vielleicht an Tom mitbekommen, er war nicht gerade richtig gut in diesem Zwiegespräch. Zu den Leuten, die dort diese 6 steinerne Krüge hatten, die waren übrigens leer, die waren mal voll mit Wasser. Sie sind aber leer geworden, nicht weil die Leute Durst gehabt haben, sondern weil ihnen das mit dem Wasser haben sie die Füße gewaschen. Nicht entgangen von den ganz kleinen Kindern bis hin zu den Erwachsenen. Unsere Gesellschaft, ja, unsere Kirchen, unser Ort lebt hier vom Ehrenamt. Liebe Frau Dr. Meierhofer, Sie wissen das ganz genau, wie viele da sind. Es zu verteidigen, natürlich nicht mit den Waffen, sondern mit der Person, mit diesem Ich, mit dieser höchsten und größten Macht der Welt, die es gibt. Ja, zu diesem Kern des christlichen Gedankengutes. Ich habe letzte Woche am Dienstagabend einen Juristen in die Kirche aufgenommen. Es war sehr schön, immer wieder treten Leute wieder ein, also ist keine Frage. Und dann kam er zu mir, klar, er wollte auf jeden Fall zu mir Folgendes sagen. Er sagte, Europa können wir nicht überleben. Wir brauchen nicht die Flucht zu ergreifen, sondern die Wege der Versöhnung zu suchen, der Vergebung. Geschwister sind und nicht gegeneinander da sind. Liebe Freunde, genau der heilige Hieronymus hatte mal eine Auseinandersetzung mit einem Satiriker, nicht mit dem Böhmermann, auf keinen Fall. Also es ist ein bisschen niveauvoller gewesen, glaube ich, aber jedenfalls vielleicht über dem Niveau von ZDF oder drunter. Also es könnte auch gewesen sein. Getrunken haben, sagt der heilige Hieronymus, nein, davon trinken wir alle heute noch. Liegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und ich, Herr, ermutige uns zu mehr Offenheit untereinander. Wir bitten dich, Herr, für die Wohnung, die geflohen sind und kein Zuhause haben, die Unrecht und Gewalt leiden, die Hunger haben und ihren Kindern nichts geben können. Schenke ihnen Menschen, die für sie eintreten. Herr, wir danken dir für diese wunderschöne Heimat, in der wir leben. Wir die ewige Fülle des Lebens erfahren dürfen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Sie ist das für dich Moment der Zeit. Ich
erschaffen uns die himmlischen Kräfte und die Seligkeit. Mit ihrem Lob lass auch unsere Stimmen sich vereinen. Diese christliche Werte zu bauen, dass es uns gelingt, das Leben als Geschenk des Himmels zu sehen und diesem Geschenk auch Respekt zu erweisen, überall dort, wo wir einander begegnen, wo wir miteinander zu tun haben. Du hast nun gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden. Lasset uns beten. Thank you.